Liebe Brüder und Schwestern, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Haben wir es nicht schon verlernt zu bitten, zu beten? Vielleicht manchmal ein Stoßgebet, wenn wir in großer Not sind. Mein Gott, komm mir zu Hilfe. Mein Gott, warum nur? Wo bist du? Aber beten wir wirklich mit ganzem Herzen? Beten wir mit Vertrauen, mit Glauben, mit Hingabe? Ist es nicht oft so, dass wir nur dann zu Gott schreien, zu Gott rufen, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen, wenn wir uns selber nicht mehr helfen können? Ja, Gott möchte nicht der Erfüller unserer egoistischen Wünsche sein. Wir dürfen nicht Gott zu unserem Diener machen und meinen, er ist wie ein Automat. Man braucht nur ein Gebet hineinzuschmeißen, sozusagen ein Geldstück, und dann kommt das heraus, was man möchte, was man braucht. Gott ist unser Vater. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe Gottes wartet auf unsere Antwort, auf unsere Gegenliebe. Nein, Gott ist kein Automat, er ist kein Computerprogramm, wo man nur den richtigen Knopf drücken muss und schon läuft das ab, erscheint das, bekommt man das, was man will. Schauen wir hin auf Abraham, auf sein Beispiel. Auch er bittet. Und es ist ja ein wenig zum Schmunzeln, wenn man das liest, wenn man das hört, wie Abraham da mit Gott verhandelt. Er handelt mit Gott 50 Gerechte. Und ja, von Liebe bewegt, handelt er diese 50 Gerechten herunter auf 10. Ja, und Gott lässt sich sogar ein auf diesen Handel. Er wird nicht ungehalten, nicht zornig, er weist Abraham nicht zurecht. Er geht ein auf seine Bitten, weil er zuerst Vater ist. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Sodom und Gomorra und wissen, wie das dann weitergeht. Gott sieht nach, ob er 10 Gerechte findet, aber er findet sie nicht. Und Sodom und Gomorra wird zerstört. Nur Lot und seine Familie wird gerettet, weil sie gottesfürchtig sind, weil sie diesem Gott Abrahams Vertrauen schenken, weil sie an ihn glauben. Ja, Gott ist gezwungen, Sodom und Gomorra zu zerstören, weil es eine Stadt des Lasters, der Sünde, des Todes ist, der Gottlosigkeit. Aber Gott möchte nicht Zerstörung, Gott möchte Leben. Er ist der Gott des Lebens. Gott hat den Tod nicht gemacht, er hat alles zum Leben geschaffen, so heißt es auch in der Schrift. Und deswegen schenkt er uns seinen Sohn Jesus. Der Vater im Himmel gibt uns seinen einzigen geliebten Sohn. Er gibt uns den Erlöser. Denn die Sünde, von der wir alle geprägt sind, von der wir alle verwundet sind, ja, wir alle sind Sünder, sie hat ihren Preis. Alles hat seinen Preis. Die Sünde, die Gottlosigkeit, sie bringt letztlich den Tod mit sich. Die Gnade Gottes aber und der Glaube, sie bringen das Leben. Jesus schenkt uns neues Leben. Er ist, wie der Apostel sagt, die Vergebung unserer Sünden. Er tilgt diesen Schuldschein, er streicht die Schuld durch, ja, er zerreißt den Schuldschein, den wir durch unsere Sünden auf uns geladen haben. Er befreit uns.
Er versöhnt uns mit dem Vater. Er schenkt uns neues Leben. Und Jesus schenkt uns mit seinem Leiden und Sterben für uns, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, auch seinen Heiligen Geist. Ja, dieser Geist Gottes, er ist die kostbarste Gabe, die Gott uns schenken kann. Bitten wir oft um diesen Geist Gottes, denn es ist der Geist der Gotteskindschaft, der Geist, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht, der uns mit Gott verbindet, mit dieser Quelle des Lebens. Ja, rufen wir den Geist Gottes an. Wir haben einen Mittler zwischen Gott und uns. Es sind nicht 10 Gerechte, die Gott braucht. Nein, wir brauchen keine 10 Gerechten, um gerettet zu werden vor dem Tod, sondern Jesus Christus ist der Gerechte. Er ist der Unschuldige, er ist der Sündenlose, er ist das Lamm Gottes, das alle Schuld hinwegnimmt, alle Sünden tilgt in seinem Blut. Ja, rufen wir den Herrn an, Jesus, den Sohn Gottes, seine Barmherzigkeit. Gehen wir auch wieder zur Beichte. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie auch zur Beichte kommen, gerade dann, wenn Sie schon lange nicht mehr waren. Denn dieses Beichtsakrament ist die Quelle der Barmherzigkeit. Und wenn Sie jetzt sagen, ich war schon so lange nicht mehr, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das geht. Es ist ganz unkompliziert. Sie sagen einfach das, was Sie am Herzen haben. Es soll keine Formalität sein. Es ist nicht mit Formalitäten verbunden. Man muss einfach sein Herz öffnen und Gott seine Sünden hinlegen, seiner Barmherzigkeit anvertrauen. Es ist eine ganz unkomplizierte, einfache Angelegenheit. Lassen wir uns reinigen vom Herrn, von Jesus, dem Sohn Gottes. Dann können wir mit erneuertem Vertrauen, mit erneuertem Glauben zu Gott sprechen, zu Gott beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Und unsere erste Bitte soll sein, geheiligt werde dein Name. Ja, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass sein Reich kommt in uns, in diese Welt. Das soll uns das erste und wichtigste Anliegen sein. Und wenn wir so beten, wird uns alles andere, was wir nötig haben, was wir brauchen, hinzugegeben, wie Jesus uns versprochen hat. Amen.